Guten Tag, ich bin der Jörg Langburg von der Bürgerliste Lauterbach, der Fraktionsvorsitzende. Und wir haben, wie natürlich alle in der Bundesrepublik, von der Hochwasserkatastrophe im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen gehört und haben da ganz spontan zu einer Spendenaktion aufgerufen, die wir heute am Samstag, den 17.07. von 9 bis 14 Uhr hier in Lauterbach-Mahr durchgeführt haben. Was hat der Ausruf alles ausgelöst? Sehr viel. Man kann es im Hintergrund sehen. Wir haben sehr viele Sachspenden bekommen. Also es ist überwältigend, wie die Leute sich hier für andere einsetzen und was sie alles gespendet haben. Wir haben zurzeit, wenn wir es überblicken können, sieht es ja auch im Hintergrund, einen Sattelzug nur mit Pappkartons bestückt. Haben weiterhin noch die ganzen Kleidungsstücke, die irgendwo in den Säcken verpackt sind. Die müssen wir auch noch irgendwo auf den Sattelzug bekommen. Also wir haben wahrscheinlich so roundabout, wie wir es jetzt so hier einschätzen können, 2,5 Sattelzüge voll mit Sachspenden, die wir jetzt in das Krisengebiet transportieren möchten. Es war also eine Menge an dran hier. Es war schon sehr voll hier. Wir hatten zum Teil hier auch Probleme mit der Befahrung der Bundesstraße, weil jeder hier rein wollte und die anderen wollten raus. Aber das haben wir durch abgestellte Personen in Warnwesten dann doch sehr gut regeln können. Von daher gab es eigentlich keine Probleme. Was passiert jetzt mit den Sachen? Ja, die Sachen haben wir jetzt aufgeladen und haben jetzt verschiedene Stellen kontaktiert. Leider, das war gestern noch Stand der Dinge, war der Nürburgring als Sammelstelle ausgedacht, um die ganzen Sachspenden dort abzuliefern. Heute im Laufe der Sammelaktion wurde allerdings mitgeteilt über das Internet, dass der Nürburgring wohl geschlossen wäre. Die Sammelstelle wäre nicht mehr verfügbar oder wäre geschlossen. Jetzt haben wir bestimmt 1,5-2 Stunden rumtelefoniert in den verschiedensten Landkreisen von NRW und Rheinland-Pfalz, um Ansprechpartnernummer zu bekommen, aber die Hotlines und die Ansprechpartner sind auch dermaßen überlastet, es ist stellenweise kein Durchkommen und wir haben jetzt aktuell, jetzt wie wir jetzt hier stehen, noch keinen genauen Standort, wo wir hinfahren werden morgen. Roundabout waren wirklich, kann man sagen, zwischen 30 und 40 Personen da, die angepackt haben. Auch sporadisch kamen Personen hier vorbei, die haben Sachen abgegeben und im Nebensatz kam die Frage, können wir noch helfen, möchten wir oder können wir noch helfen in der Situation, dass noch jemand, sage ich mal, hier mit anpacken möchte, Manpower zur Verfügung stellen. Das wurde dann auch freundlich angenommen, denn auch wir mussten mal unsere Mannschaft austauschen, zwecks Essen und Getränke fassen, damit das alles hier organisatorisch lief.